Hallo Freunde, wir fahren jetzt heute durch die Gegend, machen Scheiße, wie sonst auch immer. Meine Videos sind scheiße. Na Manu? Meine Videos sind doch scheiße, ne? Danke. Meine Videos sind mega scheiße, hab ich gehört. Und ja, ich fahre jetzt zu... Ich fahre jetzt mit Manu zu seinem Home, zu einem Akku. Und ich fahre hin. Auch gut, ich bin so ein schlechter Mensch. Dann, gehen wir zu Mc's, machen da vielleicht ein paar Challenges. Holen uns lecker noch so Zitronensaft, was richtig ekelhaft und richtig sauer ist. Vielleicht holen wir auch noch Energy. Alter Leute, da hinten ist ein richtig geiler Porsche. Kann man zwar jetzt nicht mehr sehen, aber war gerade ein richtig geiler Porsche. Ich schwöre, Alter, richtig geiler Porsche. Oder was auch immer das ist. Ein Auto halt. Ein Rocket Voltec, habt ihr gehört? Ja. Alter, wir müssen jetzt erstmal fahren. Apfel ist noch mehr als 500 Meter entfernt. Also ungefähr. Der schlechteste Pennywatch-Fahrer. Leute, sag mal alle. Schreibt mal in die Kommentare, wenn es aussieht, dass ich der schlechteste Pennywatch-Fahrer bin. Manuel wird gleich wetten auf meinen Kanal gehen und dann da erstmal in die Kommentare schlecht reinschreiben. Weil der Manuel mich immer ärgern will und da ist der kleine Pisser. Ganz scheiß schnell. Ja, dann wird, weil ich halt eben ein bisschen schneide halt eben nicht so viel, aber nur ein bisschen. Und der wetten gleich schreiben, ja, du mit deinem scheiß Schneidekack da. Alter. Tschüss Manu. Ich bin auch jetzt weg. Ich bin ein Einhorn. Manu, tschüss! Hup. Und jetzt sind wir. Manu! Hi! Ich hab Stativ! Ja, Leute, wenn ihr wollt, dass ich mehr mit Selfie-Stick so filme, dann schreibt mal in die Kommentare. Ja, oder lasst einfach ein Like da und schreibt einfach in die Kommentare. Stock! Schreib einfach Stock in die Kommentare. Das ist dann schön schlecht. Eine schön schlechte Aktion von mir, aber schreibt einfach Stock. Und lasst ein Like. Würde ich mich freuen. Über ein Like. Das ist ein Auto. Nein. Und, Manu, warte doch mal. Schon wieder 3 Kilometer vor mir, Alter. Du bist viel zu schnell. Ich hasse dich. Schreibt noch mal schlecht in die Kommentare. Ja, Manu macht schon wieder auch schon nur Scheiße mit deinem Kack-Hashtag. Hashtag. Du bist auch so ein... Nein. Freunde, das ist nicht wahr, oder? Manu? Hier Baustelle. Ja. Ey Leute. Straßen sind verboten und Straßen sind schlimm. Einer aus unserer Schule, ne? Der ist über Straßen gegangen, über rote Straße. Und über Rotampel bei Straße. Rotampel bei Straße und die fällt ja dann. Ihr wisst schon was. Ist vor ein Auto angefahren worden. Das war so eine sehr traurige Geschichte. Schreibt mal in die Kommentare. Traurige Geschichte. Also Hashtag traurige Geschichte. Und zum Beispiel den dritten Sache, dass wir in die Kommentare schreiben sollen. Weil ich schlecht bin. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt hat man mich gerade. Habe ich gerade gesehen, ne? Und auf jeden Fall. Ja. Der hieß halt eben Costa. Und der hat halt eben auch so eine Freundin dabei, die hat gerade noch geschafft zu überleben. Also die wurde zwar auch angefahren und der Autofahrer hatte voll eine Schock und so, also richtig traurige Geschichte. Also. Leute, jetzt kommt richtig der geile Weg zu fahren. Also jetzt noch nicht, der ist noch ein bisschen kacke. Und da
kann man richtig gut fahren. Das hat euch, glaube ich, überhaupt nicht interessiert. Weil ich bin halt eben dumm und sage immer Sachen, die die Leute nicht interessieren. Weil ich dumm bin. Und ja. Ja, Manu, ich bin auch dumm, ne? Danke. Also Manu ist ja mein bester Freund, der gibt mir auch immer recht. Bei Sachen wie zum Beispiel, dass ich dumm bin, dass ich schlecht fahren kann, dass ich total behindert bin. Das ist echt gut. Versucht euch auch solche Freunde. Die sind immer für euch da. Geben euch auch immer recht, also über schlechte Sachen bei euch. Das ist halt eben aber auch gut, wenn die euch immer recht geben. Dann, ja. Also solche Freunde sind immer die besten, die immer negativ über euch sprechen. Weil die dich eigentlich im Inneren mögen. Nein. Lang nicht mehr gesehen. Nein! Das Stativ ist kaputt gegangen. So, hi. Und wir sind eigentlich gerade das einfach nur hier abgeschraubt. Scheiße. Das war eigentlich nur abgeschraubt. Das war eigentlich nichts Schlimmes. Und hoffentlich ist die Glück auf. Schreiben wir gleich auch auf. Ja, Manu. Die heißt Glück. Manu, die heißt Glück auf Schranke, weil. Ja, wenn man. Dann hat man halt eben Glück, wenn die auf ist. Voll als Metallschaden. Früher mal hat mein Vater mir erzählt, die Glück auf, also wir wohnen nicht hier in so einem Zechengebiet. Also das heißt, der er wohnt im Zechengebiet. Und Glück auf heißt eigentlich für die Zeche so Begrüßung und alles mögliche. Und ja, auf jeden Fall hat dann mein Vater mir mal gesagt, ja, Glück auf Schranke heißt, ja, das heißt, dass man, wenn man Glück hat, dass sie auf ist, so ungefähr, ne? Ja. Und das habe ich dann halt eben in der Schule gesagt. Und hab dafür dann eine 4 bekommen. Nur weil ich nur diese eine Scheiße gesagt habe. Und es war Scheiße, Leute. Scheiße. Schreibt mal in die Kommentare Hashtag Scheiße. Mein Gott, nee. Nein, das ist nicht. Chaka-chaka-chu-chu. Ja, jetzt ist er schon wieder weg. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja, wir sind gleich da. So schnell ging das schon? Ja, wir sind gleich da. Dann holen wir mal Manu Akku. Dann fahren wir wieder da hinten zurück. Ist da vielleicht schon wieder mal die Schranke, die da vielleicht zu ist. Und dann, ja, dann machen wir da McDonald's Challenges. Ja. Und vielleicht will ich bald auch mal ein Live-Spiel machen. Meine Haare sehen gerade total zerstört und scheiße aus. Nein. Und auf jeden Fall, ja. Manuel, fahr nicht so schnell. Manuel, fahr nicht so schnell. Du bist ein kleiner Behinderter. Du bist nicht schnell. Egal. Ich hab mal ein Fresschen. Ja, die gehen wieder runter. Die gehen wieder runter, die Schranken. Nee, ne. Doch, guck gut. Ich hab's gesehen! Die geht schon wieder runter, Alter. Wenn wir jetzt. Oh! 3 Minuten und die Schranke geht schon wieder runter. Es ist so schlecht schon, sorry Manu. Ah! Das sind jetzt diese Dinger hier, ne? Die sind so scheiße. Vor allem, weil die immer abbremsen. Und ich hab solche scheiß Fußschmerzen, weil mein Fuß irgendwie ein bisschen verstaubt ist. Und ja, dann tut das halt eben sehr weh. Ey, aber Leute, wenn ich dann nächstes Mal bei Manuel da hinten den Spaß sieht, und vielleicht mal bei dem Pendel wie die Nacht durchmachen oder so, ja, holen wir uns Energy und so. Und dann, ja, soll ich ja vielleicht filmen? Wenn ja, dann schreibt mal schreibt in die Kommentare Hashtag Video. Ja, heute schon der dritte oder vierte Hashtag, das ist schon sehr krass, das ist nicht sehr kreativ, weil ich so blöd bin und ich selber entscheiden kann. Aber ich glaube, ich werde auch einfach aufnehmen. Dann, wenn ich bald mal bei meinem Manual penne. Dauert noch ein bisschen, sowas wäre vielleicht. Achso, stimmt, die sind an seine Wohnung vorbeigefahren. Boah, Leute, Alter. Wir haben gerade schon wieder so viel Wind, ja. Kann sein, dass es gleich schon wieder anfängt zu regnen. Das will ich ungern. Und,
Leute, viele aus meiner Schule haben mir einmal erzählt, so, ja, ich bin ja gar nicht dankbar über meine Likes, die ich vielleicht von euch bekomme oder so. Ne? Das stimmt überhaupt nicht. Ne? Ich freue mich total über jeden einzelnen Like. Ne? Über jeden Abonnenten freue ich mich. Ne? Meine Likes sehen ganz so scheiße aus. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön! Wichser. Auf jeden Fall freue ich mich über jeden Abonnenten, über jeden Like. Würde mich freuen, wenn ihr die Glocke drückt. Okay, ich mache das Video jetzt in zwei Parts, damit das nicht so lange dauert, bei der Hochladung, Schneiden, alles Mögliche, also mit Musik reinpacken. Deshalb sage ich jetzt bis hier jetzt erstmal tschüss und dann, ja, ich glaube, ich werde beide Parts heute am gleichen Tag hochladen, aber ja, dann sage ich jetzt erstmal tschüss und bis zum nächsten Part.